Hallo und herzlich willkommen zu Teil 8 unserer Set Spotlight Reihe zum neuen Set Outlaws von oder auf Thunder Junction, welche Sprache euch lieber ist. Wir stellen euch jetzt das eine Artefakt vor, das der Patrick relevant findet. Und zwar in Deutsch, genau. Die Lavasporenstiefel. Jawohl. Kosten ein farbloses Mana, können daher von Ursas Sage gefunden werden. Ein Artefakt Ausrüstung. Jawohl. Kostet 1 zum Ausrüsten. Und die ausgerüstete Kreatur erhält +1/+0 und hat Eile und Abwehr. Ja. That's a lot of stats. Ja, und that's a lot of fun for all Commander players, because they have another pair of Stiefeln. Ja. Und also, ich meine, Abwehr 1 ist jetzt nicht so gut wie Hexproof, aber Eile ist dabei und es ist wahrscheinlich gut genug, dass du spielen wirst. Kann von Ursas Sage gefunden werden. Das auch, ja. Ganz cooles Artwork. Ja, ganz coole Stiefel. Für die Schulsammlung. Genau, für die Schulsammlung. Ja. Die anderen Artefakte finde ich leider nicht gut genug. Das, glaube ich, wird auf jeden Fall viel gespielt werden. Es gibt auch kein Rare-Artefakt. Ich habe mich nicht mit dem Set beschäftigt in der Form, dass ich den Patrick jetzt aufblattern kann. Ja, ja, ja. Das tut mir sehr leid. Es schaut sich nichts an, das ist schlimmer als der Christoph. Der Christoph hat ja nicht einmal durchgeschaut und hat gesagt, ich finde die Karten cool. Aber was sehe ich, so ist die Live-Reaktion, wie ich die Karten finde. Ja, also dann könntest du das daheim, davor schon evaluieren und dann mehr vielleicht Input geben. Na, so setzt ihr on the fly beim Denkprozess dabei. Okay. Ratter, genau. Gut. Abgescheuerte Felsklippen, mit denen geht es gleich weiter. Jawohl. Die Länder. Jawohl. Das ist ein Land Cycle. Mhm. Dann stellen wir nur eins vor, da gibt es alle 10. Das sind diese typischen Dur-Länder, die es jetzt in jedem Set gibt, eigentlich fürs Draft gedacht. Und du lässt mich das Rot-Weiße vorstellen, das finde ich ein bisschen. Weil es das erste ist, alphabetisch. Zufälligerweise ist wieder Rot-Weiß das erste. Ich gebe dir eine andere Farbe damit. Was wir jetzt gern. Das da perfekt. Das ist schon ein urschirch, das Artwork. Also wirklich, ich wollte gerade sagen, es hat ein cooles Artwork. Wirklich? Ja, okay. Das faulige Tal. Bitte. Ist ein Land und hat Wüste als Subtyp. Ja. Das ist jetzt zurück. Mhm. Die Wüsten sind back. Ja. Wenig überraschend in einem Cowboy-Set. Mhm. Das faulige Tal kommt getappt ins Spiel. Und wenn das faulige Tal ins Spiel kommt, fügt es einem Gegner deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Ja. Und hat Tappe erzeuge ein schwarzes oder grünes. Ist natürlich sehr nett, weil das gleich zwei Archetypen in diesem Set bedient, nämlich einerseits die Wüsten und andererseits begehe ein Verbrechen. Stimmt. Stimmt. Das hast du gut erkannt, ja. On the fly habe ich das erkannt. Ja. Schau, brauchen wir nicht beschäftigt mit dem Set, das sehe ich jeder. Hey, ist einfach ein Wahnsinn. Halt, die Sprayen. Ja. Gibt es halt alle 10. Ich finde die für so kannst du Play-Tap-Länder sehr gut, weil sie eben Damage machen und das ist, also es ist besser, sein Leben kriegen auf jeden Fall. Mhm. Eben auch mit der Grind-Mechanik natürlich. Ja. That's it, that's ja, all. Für Limited großartig. Wir werden die anderen 10 jetzt nicht, es gibt halt alle Farben und sie sind alle schön und bunt. Ja. Fertig. Ich blende euch jetzt hier oben. Nein, sicher nicht. Sicher nicht alle 10. Das dauert ihr müsst es euch selber anschauen. Genau. Was ist das? Dauert wohl lang. Hast ja, du das kurz ein in die Fans? Geht ja, schon. Weißt du, ich muss die alle positionieren, dann muss ich das Logo ausblenden. Das ist ein Haken, weißt du. Du und deine Wünsche immer. Ja. Ich möchte unsere Zuseherinnen und Zuseher zufriedenstellen. Nein, du möchtest mich beschäftigen. Schaust dir das Video nicht mal im Nachhinein an, was ich gehackt habe. Ich schaue mir das immer an, ob wir am Plätzchen gerettet haben oder nicht. Okay. Ich muss das überprüfen. Gut, ich lese mir dann immer die Kommentare durch und dann schaue ich, ob wir da wirklich einen Schaß geredet haben. Sehr oft haben wir einen Schaß geredet. Ja. Das macht uns einen Charme aus. Mhm. Gut, mach mal die Fastlands ein. Jawohl, gute Reprint. Reprints. Wir fangen an mit dem blühenden Marschland und hören da vermutlich auch auf oder schauen wir uns da an? Nein, wir schauen uns die anderen auch an, weil wir schauen uns nämlich die Artworks an. Ah, okay. Das blühende Marschland. Jawohl. Ja, kommt getappt ins Spiel, es sei denn, du kontrollierst zwei oder weniger andere Länder und macht ein schwarzes oder ein grünes Mana. Ja, und wie gefällt dir das Artwork? Finde ich sehr interessant. Was hängt da zwischen? Soll das Spinnweben sein? Zwischen den Kakteen oder was soll das sein? Möglich, ja. Das stimmt, ja. Ohne dem würde es mir besser gefallen. Ja, aber es ist auch riesig, weil da unten siehst du die Kutsche mit dem Pferd, gell? Mhm. Das sind huge Kakteen. Mhm. Also. Ja. Also ohne den Spinnweben würde es mir besser gefallen. Mhm. Und ich finde auch, dass es so überdimensional groß ist. Jetzt, wo ich das Pferd kenne, denke ich mal so, warum ist das so groß? Das ist doch cool. Na, weiß nicht. Das finde ich hübsch. Das ist ganz hübsch, aber ist ein bisschen fad. Let's Echt? Face it, es ist ein bisschen fad. Botanisches Refugium findest du fad? Also ich würde lieber fad dort sein als dort beim anderen. Ja, aber es ist schon ein bisschen fad, oder? Also findest du schön fad? Nee, schau, es ist in der Mitte dieser Fluss und so ein bisschen auf der Seite. Also die rechte Seite gefällt mir sehr gut, links finde ich ein bisschen fad. Okay, ja. Also mir gefällt es.
Der verborgene Innenhof. Ist das eine Windmühle oder was? Ich glaube, es ist ein Windrad, ein abgebrochenes, actually. Wahrscheinlich. Ja, es ist halt. Ich verstehe halt nicht ganz, was da verborgen sein soll. Ja, eben, es hat halt nichts von Innenhof. Ja. Es hat nichts von verborgen. Ja. Aber. Ich meine, es ist ein cooles Artwork, aber. Ja, es passt halt nicht irgendwie dazu, aber es ist ein cooles Artwork, ja. Aber wirklich toll finde ich es nicht, muss ich gestehen. Inspiring Advantage, also beeindruckendes Panorama. Ja, ganz cool, aber wirklich beeindruckend ist es nicht. Es ist einfach zu weiß. Ich meine, ja, es ist klar, diese, es ist eine Wüste. Ja, also diese Sandböe. Die Wolken. Diese, wahrscheinlich, weil hinten Blitz. Das ist da hinten Blitz, finde ich cool. Da hinten sind Blitz, ja. Ja. Naja. Hm. Schaut ganz nett aus, aber beeindruckend ist es nicht. Ja. Hui, Turmklippenkanal. Der ist sehr bunt. Also das ist doch beeindruckender. Das ist sehr bunt und hübsch, ja. Ja, das geht sehr fröhlich. Wesentlich besser. Ja. Alter, Arches National Park schon. Stimmt, ja. Und jetzt gibt es einen Bonus, weil diese Karten gibt es alle ja auch im Full Art Design und die blende ich jetzt auch für die Herrschaft ein. Leider ist das, wenn man das Full Art Design zusammenbaut, nicht in der Reihenfolge, wie die Karten in der Edition sind, warum auch immer. Ja, das aber für großartig. Dich zeige ich das jetzt so hier als Papier. Ja, habe ich schon gesehen. Gefällt mir ich sehr diesen gut. Zug ich bin ein mega geil. Riesenfan davon, wenn irgendwelche Artworks so Zusammenhängend sind. Ja. Ergeben. Das ist mega geil, auch mit dieser weiß nicht, Kirche. Ja, es schaut ein bisschen aus wie eine Kirche, aber es hat halt kein Kreuz oben, oder? Ja, stimmt. Ich glaube, es ist mehr so ein Saloon, der halt an der Bahnstrecke ist, also vielleicht auch so eine Bahnstation. Ich finde es halt einfach geil, dass diese eine Monorail ist, mehr oder minder, das ist eigentlich keine Monorail, aber sie wird angetrieben durch im Endeffekt Wasserräder, damit sie durch alle Untergründe kommen, eben sowohl im Wasser als auch halt im Schlamm, als auch halt auf der Wüste funktionieren, der Antrieb. Gefällt find mir. Finde ich mega cool. Und da finde ich auch diese Artworks sehr schön, also gefällt mir sehr gut. Ja, das... So, ich freue mich, habe ich es oben eingeblendet, da habe ich mir die Arbeit angetan. Gefällt mir. Mir auch. Ui. So. Dann haben wir noch zwei Länder. Es gibt einige Wüsten in verschiedenen Varianten. Da habe ich mich jetzt für zwei entschieden, diese zu machen. Pittoreske Range. Landwüste. Jawohl. Das rennt dominant. Das schaut aus wie ein Dinosaurier. Das sind Dinosaurier, ja. Das ist dominant halt. Okay. Mein Gott, jetzt sei nicht so. Okay. Hast du das gegen Dinos? Na, passt eh. Die Leute lieben Dinos. Eben. Hat Tappe erzeugt ein farbloses Mana? Mhm. Oder Tappe erzeugt ein Mana beliebigen Farbe? Jawohl. Gibt dieses Mana nur aus, um einen Raid-Tier-Zauberspruch zu wirken. Ah, das ist dieses Land. Okay. Genau. Oder drei farblose Tappe, schau dir die oberste Karte deiner Bibliothek an. Falls es eine Raid-Tier-Karte ist, kannst du sie offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Falls du sie nicht auf deine Hand nimmst, kannst du sie unter deine Bibliothek legen. Jawohl. Das finde ich ein sehr gutes Land für das Raid-Tiere-Punkt-Deck. Ja, genau. Das ist es im Großen und Ganzen. Das Problem ist, dass es halt nicht so. Es gibt schon viele Reittiere, aber es gibt wahrscheinlich nicht so viele Reittiere, vor allem in nur zwei, drei Farben, dass es sich auszahlt. Ja. Aber ja. Ja, wir werden schauen, ob Reittiere jetzt in Zukunft so wie öfter Vehicle vorkommen. Mhm. So wie Vehicle oder ob sie so sind wie Battles, die der neue Kartentyp sind und die genau. sich so verhalten wie. Wie hat das geheißen? Kindred Spells. Was auch ganz oft vorgekommen ist. Oder so. Ja. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn sie sowas. Wenn sie eigentlich coole Mechaniken machen, dann auf ein Set. Ja. Ja. So, und das zweite. Hui, das ist einmal ein schönes Artwork. Das stimmt, ja. Bist du wahnsinnig. Das gefällt mir sehr gut. Schau, das ist ein beeindruckendes Panorama. Nein, das ist ein Druckbildtafelberg. Ja, genau. Ich habe den Namen vergessen. Landwüste. Sorry. Das Druckbildtafelberg, der Druckbildtafelberg kommt getappt ins Spiel. So wie ein Spiel kann bestimmen eine Farbe und hat Tappe erzeugen Mana der bestimmten Farbe. Mega unspektakulär, aber ich finde es ein 5-Color Desert für das Desert-Deck ganz interessant. Oder ein Desert, wo du die Farbe aussuchen kannst. Ja, es ist ja nicht, also... Es ist nicht 5-Color. Es ist, Color. Es ist ein Desert, wo du die Farbe aussuchen kannst, korrekt, ja. Finde ich gut. Ja, fürs Desert-Land. Finde ich auch Desert-Deck, gut, auch im Limited natürlich, aber ist auch gut in einem Desert-Deck, wenn du das hast. Und das Artwork ist Bombe. Und das Artwork ist sehr schön. So. Damit sind wir mit dem Set, mit dem Hauptset soweit mal durch. Dann gibt es wie immer die Frage des Allgemeinen, also jetzt machen wir es erstmal unsere Top 3 Karten aus dem Set, bevor wir zu einer allgemeinen Conclusio kommen. Ja, ich überlege meine Reihenfolge. So kritisch ist das nicht. Okay, dann überlege ich mir keine Reihenfolge, dann
fange ich einfach dem Color Wheel nach an. Der Chase ist eine Top 3 Karte für mich. Okay. Der, Entschuldigung, das ist eigentlich nicht im Set. Ja, eben. Voll Chase der wieder weg. Der, den finde ich richtig cool. Ja. Coole Design Space mit dieser, kannst du in den ersten, im ersten, zweiten oder dritten Zug nicht casten. Zwei Mana Planeswalker mit guten Abilities, was wir nicht gesagt haben. Was ich auch erst jetzt zwischen gestern und heute erfahren habe, dass das die Leute schon machen. Genau, ist das, kannst du natürlich mit der Plusfähigkeit, mit dem Plotten, kannst du, wie heißt der? Tibalt, ja. Genau, plotten und dann die böse Seite spielen, also ja, die für dich gute Seite spielen halt. Ja. Den, halt den Orgen. Den Tibalt. Ja, kannst dann, halt ein bisschen. Du plotzt den Walke und castest den T-Bird, weil du plotzt deine Karte mit 3 Mana, aber kannst dann eine Karte casten, die geplottet wurde, und dann kannst du auch die Rückseite casten. Ja. It's another one of this. Ja. Ja, da gibt es sicher einige Sachen, wo du dir das schier machen kannst. Ja, genau. So, alles, wo irgendwie steht, passt, kannst irgendwas und dann gratis casten, muss man halt immer aufpassen. Ja. Der hat halt einfach Potenzial. Ja. Gefällt mir. Dann. Meine nächste Karte ist der schwarze Tutor. Patrick, blende ihn gleich ein, damit ich den Namen auch weiß. Unstillbare Habgier, da finde ich erstens mal das Artwork richtig cool. Mhm. Andererseits auch den Effekt. Also 3-Mana Tutor oben auf die Library ist in Ordnung. 3-Mana, 3 Karten ziehen ist in Ordnung. Und wenn du sogar beides machen kannst, ist es sehr gut. True that. Finde ich einfach eine sehr solide Karte. Und meine letzte Top 3 ist der Sandwurm, nämlich der kolossale Klapperwurm. 4-Mana-6-5. Das sind schon mal sicke Stats mit Trampel. Ja. Und wenn er wüsste, hast du Flash. Ja. Und dann hat er noch Value aus dem Friedhof. What's not to love? Ja, der macht schon wirklich alles. Also den finde ich ziemlich sick. Finde ich sehr gut. Mhm. Gut. Bitte, Patrick, was sind deine Top 3? Nachdem du mir 3 gute Karten weggenommen hast. Naja, soll ich 3 schlechte vorstellen? Na. Nämlich, da fange ich gleich auch mit Grün an. Und zwar die Überraschung der Schmuggler. Mhm. Finde ich sehr gut, einfach in diesem Bezug, dass du halt, erstens kannst du für 7 Mana 2 fette Kreaturen theoretisch auch für 6 Mana auch 2 fette Kreaturen ins Spiel schummeln. Mhm. Aber ich finde es auch gut mit dem im Amulett-Deck vielleicht, dass man das spielen wird. Ich finde die Idee richtig cool. Auch dass dieses Flugsicher und Unzerstörbarkeit kann schon gut genug sein. Es ist ja instant, also du kannst auch eigentlich nur für 2 Mana als Removal-Cover spielen. Ja, es macht einfach irrsinnig viel die Karte. Deswegen auf meiner Liste. Mhm. Dann nehme ich eine offensichtlich gute Karte, nämlich die Schlammplünderung. Ja, ein 2-Mana-Tutor ist es ist in den meisten Fällen ein 2-Mana-Tutor einfach. In diesen Decks halt. Ja, und das ist halt schon gut. Ich mag Ramp-Decks, habe ich immer gern gespielt, und bei Ramp-Decks ist halt oft das Thema so, die Ramp-Decks sind ja immer ein bisschen Combo-Decks, weil du hast halt den Ramp-Anteil, du hast den Game-Winning-Plan und so weiter, und du musst halt immer die richtigen Verhältnisse haben, und das hilft halt, weil du kannst halt viel Ramp haben, hast halt den Spell, dann findest du halt einfach deine Winning-Options viel leichter. Finde ich sehr gut. Und meine letzte Top-Karte, ich auch, muss nämlich kurz nämlich überlegen, was ich wollte. Schwede. Sixthorn habe ich es mir nochmal aufgeschrieben. Ja, ich bist halt... Du hast gelacht. Ja, ich wollte was von da machen, oder? Nein. Was wollte ich machen? Was hat mir gut gefallen? Ich weiß es nicht. Du hast es mir nicht gesagt. Hab's dir nicht gesagt? Für den Blödel? Nein, für den Blödel sicher nicht. Den Multicolor-Dude wolltest du nicht nehmen. Den fand ich cool. Ah, du wolltest die Zeitbrecherin, oder? Zeitbrecherin? Wolltest du nicht die Zeitbrecherin nehmen? Da gibt's auch ein paar coole. Patrick schaut sich das ganze Set nochmal an. Ja, jetzt weil ist er komplett Banane. Ja, weil jetzt ich, ist er komplett. Jetzt weil, ist vorbei. Weil ich mir ganz, weil ich was machen wollte und jetzt echt das komplett vergessen habe und mich jetzt urärgert gerade. Mhm. Wurscht. Dann wird das neu evaluiert. Ich hab da nicht ewig herumgaxen. Ah, oh, ich weiß schon wieder. Kambal wollte ich machen. Ja, der korrupte Bürgermeister. Der korrupte Bürgermeister, den finde ich richtig geil. Ich spiele selber gern Token-Decks, aber es ist halt so ein Reinscheiß für die Gegner. Finde ich richtig geil. Und also, ach, mir gefällt auch bei dem. Das Artwork ist super cool. Für 3 Mana eine 2-4 Skate gut, weil ich bin eh lieber defensiv als aggressiv. Nebenbei gewinnt man halt über seine Abilities. Mhm. Super geil. Nice. Ja. Big Fan. Ja. Insgesamt finde ich es wieder ein sehr gutes Set. Ja. Also ich bin begeistert. Ja. Gefällt mir's. Also ich bin ja so ein bisschen ein Western-Fan, das finde ich schon gut, und das haben sie eigentlich ganz cool umgesetzt. Okay.
Das mit den, die Bösewichte treffen sich da, finde ich ganz lässig. Mhm. Und ja, generell, also ich finde das Mainset schon mal sehr gut. Mhm. Und ich bin aber von diesen Special Sheets auch sehr begeistert. Die Big News und ja, so. Genau. Ja, also das machen wir ja dann in der nächsten Folge. Genau. Machen wir die Big News in zwei Folgen, um genau zu sein. Ich muss sagen, ich bin gar kein Western-Fan. Also ich schaue mir Western überhaupt nicht an, mag ich nicht. Das ist ein Filmart, die ich eigentlich nicht toll finde. Aber ich finde das Set cool. Man merkt, ich finde teilweise merkt man halt schon ziemlich harten Power-Creep, weil einfach manche Karten sind einfach insane. Mhm. Und sogar die nicht insane Karten können auf einmal viel mehr, als sie es noch vor drei Sets gekonnt haben, mhm, finde ich. Aber was natürlich auf der anderen Seite, du hast ein gutes Set mit powervollen Karten. Ja. Also man kann das natürlich auch sehr positiv sehen. Und ich finde es, prinzipiell will ich es gern positiv sehen, weil ich freue mich, wenn Magic sich was tut. Und vor allem mit dem großen Standardformat und mit den ist es halt schwer, dass ein Set Impact hat, wenn schon gute Karten drin sind. Und das, glaube ich, ist ein Set, was wieder Impact haben wird, weil es eben sehr gute Karten wieder drin sind. Ja, sehe ich auch so. Passt. Dann Matthias, danke fürs Vorstellen bis jetzt. Euch danke fürs Zuschauen. Könnt ihr mir gerne da und Video hinterlassen. Eure Top 3 würde mich natürlich sehr interessieren. Was findet ihr bis jetzt am coolsten? Wir haben jetzt bewusste Karten genommen, die wir vorgestellt haben. Wir können natürlich gerne Karten nehmen, die wir nicht vorgestellt haben und dann sagen, warum haben wir die dann vergessen und mich auch schimpfen. Noch was kennen. Genau. Und ansonsten könnt ihr natürlich im nächsten Video sehen, das wahrscheinlich morgen sein wird oder auch im Spiel am Wiener treffen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und ciao. Aber. Ciao, servus. So, und das werden wir mit Paperkarten machen. Was wird? Das werden wir mit Paperkarten.